können immer nur umkehren. Da stimmt was nicht. Gehen wir mal wieder ab. Nein, jetzt geh. Der Frühwald? Ja. Sieh fix. Schau hin, Kursen. Mir reicht's jetzt. Kim, schleichen wir uns. Nein. Muss nur ein wenig überlegen. Was musst du da groß überlegen? Dein Onkel ist tot, der Tresor ist leer und alle zwei sind wir von oben bis unten angeschissen. Vielleicht ist er noch raufzimmer noch was zu. Vergiss es. Warte, Sefer. Leicht wie die Feder. Hey, Ron. Du, ich glaube, das hängt schief. Da kann man nichts machen. Ja, dann hängst du doch gerade hin. Ah, glaub ich eh nicht. Naja, ist ja noch ein bisschen bis September. Hm? Sind die wenigstens gut? Naja, mich bringen sie nicht zum Lachen. Ja, das wird auch schwer fallen. Für mich gibt es nur einen großen Komiker. Karl Valentin. Karl Valentin, ist der auch aus Bayern? Du kennst nichts von Valentin. Nein, kenne ich nichts. Das ist eine Sünde. Na, hier schon. Erzähl das bloß nicht eurem Hofer. Was soll er nicht dem Hofer verzeihen? Frau Stöckel. Der Hofer hat gerade angerufen. Es gab aber dann Mord. Und warum haben Sie mich denn nicht gleich angerufen? Weil Sie auf meinem Nachhauseweg liegen. Und ich habe mir gedacht, ich bringe Ihnen die Adresse und eine Wegbeschreibung gleich vorbei, damit Sie nicht in Österreich landen. Sie sind ja ein Schatz. Ich mache Haushalt von bei Herr Frühwald. Kommen Sie, gib mir in die Küche. Kommen dreimal die Woche. Meistens mit dem Bus, heute war ich mit Fahrrad da. Ich habe eingekauft und wollte dann die Sachen in den Kühlschrank stellen. Hier. Tasche her. Das haben Sie alles mit dem Fahrrad transportiert? Ja, ich habe viel Übung dran. Nicht schlecht. Nehmen wir Platz. Ja, und dann habe ich geklingelt. Keiner hat aufgemacht. Dann habe ich selbst aufgeschlossen. Ich habe Schlüssel, falls Herr Frühwald nicht zu Hause ist. Ja, und dann lag er dann da. Und ich habe Sie auf der Wiese arbeiten gesehen und bin zu Ihnen gerannt. Haben Sie Glück gehabt, dass der Nachbar Polizist ist, gell? Herr Frühwald hat von Ihnen oft erzählt, wie Sie ihm als Bub Birnen gestohlen haben und so. So ist auch eine Zeit, ja. Haben Sie sonst irgendwas gesehen? Nein. Grüß Gott, Frau Doktor. Guten Tag. Wird mal wieder ganz fesch. Extra für Sie, Frau Doktor. Die Leiche wäre hinten links ums Eck. Spuren Sie, haben wir schon fast fertig. Ah ja, du warst gerade beim Odeln. Grüß dich. Ich sag nichts dazu. Langweilig. Bei unserem Eintreffen haben wir eine Temperatur von 18 Grad bei ihm gemessen. Die Raumtemperatur lag bei ca. 20 Grad. Haben wir alles notiert. Das Opfer heißt Werner Frühwald. War Bauunternehmer, Architekt und alleinstehend. Und offenbar ein Ästhet? Naja, das Sammeln von diesen Designermöbeln war sein Hobby. Teures Hobby. Wer sich so einen S-Chair von Tom Dixon leisten kann? Den aufgeblasenen Baseballhandschuh finde ich lustig. Aha. Paolo Lomazzi, eine Hommage an den Baseballspieler Joe DiMaggio. Sie kennen sich aus. Aha. Bin schon bei Drinks essen, der ist sogar bequem, man glaubt's kaum. Nicht Ihre Welt, was? Nicht wirklich. Wissen Sie, ich finde das alles ganz nett und lustig, aber irgendwie ist mir dann doch lieber, wenn der Stuhl ausschaut wie ein Stuhl und nicht wie ein Fußballer als Hommage an Franz Beckenbauer. Was machen Sie da? Ich wollte nur kurz abspülen, ich kann nicht einfach so rumstehen. Und ich wurde ja schließlich bis Ende des Monats bezahlt. Na, hören Sie auf. Sie können wichtige Spuren vernichten. Ach so. Kann ich dann gehen? Ja, eigentlich schon. Und was ist mit Lebensmitteln? Sind das auch wichtige Spuren? Nein, nein. Weil ich würde die dann gern mit nach Hause nehmen. Wäre schade, wenn alles verdirbt. Ja, freilich. Nehmen Sie es ruhig mit. Wenn ich irgendwas brauche von Ihnen, dann melde ich mich. Ich habe die Nummer jetzt. Also, wiederschauen. Vielen Dank.
Bringen Sie die bitte ins Büro, ja? Mhm. Ah, Herr Lind, eine Frage. Brauchen Sie mich heute noch? Haben Sie noch was vor? Ach. Wenn man die zusammenklebt, könnte man auch einen Stuhl draus machen. Also Marsch ans Finanzamt. Mhm. Herr Lind? Ja. Ja, 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 viel Spaß. Danke. Wie schaut es mit dem Todeszeitpunkt aus? Schwer zu sagen. Normalerweise beginnt nach 2 Stunden die Totenstarre und hält bis zu 72 Stunden lang an. Normalerweise, was ist hier nicht normal? Sehen Sie doch, wie der Mann da liegt. Ja, ja. Sieht aus, als ob er noch im Sterben erstarrt wäre. Genau. Es könnte auf eine kataleptische Totenstarre hindeuten, ein Sonderfall. Sie lässt den Menschen genau in der Haltung erstarren, in der er sich in der Sekunde des Todes befunden hat. Wie kann sowas passieren? Ein Schlag auf den Hirnstamm, dann kommt es zu dieser Totenstarre. Das heißt, er kann eine, aber auch schon 70 Stunden tot sein? Nein. Die Leichenflecken sind voll ausgeprägt, also 6 Stunden dürfte er mindestens tot sein. Aber exaktere Angaben kann ich erst nach der Obduktion machen. Klar. Danke, Frau Doktor. Warum lässt der Täter die Waffe liegen? Vielleicht ist er in Panik geraten. Lässt die Waffe fallen, rennt kopflos davon. Dann suchen wir also einen Mann ohne Kopf. Dieser Fall hat meinen Zeitplan völlig durcheinander gebracht. Was heißt das? Dass ich morgen früh noch mehr ran muss. Weiß nicht, was Dr. Repp dazu sagen wird. Wenn der fragt, dann sagen Sie einfach, ich bin schon draußen. Wo draußen? Ja, hier draußen. Ja, was heißt hier? Tatort oder Wiese? Ja, ich sag, der soll sogar die Erbsen zählen. Die paar Meter hin oder her. Die paar Meter trennen Lüge und Wahrheit. Das ist jetzt immer kompliziert. Ich mach's mir nur nicht ganz so einfach wie Sie. Bitte, danke fürs Zuhören. Verpetzen Sie mich. Danke. Schön. Wo ist denn schon wieder der Herr Hofer? Der ist draußen. Wo draußen? Ach, am Tatort. Ist doch gut. Ich wollte Sie so und so unter 4 Augen sprechen. Ja, bitte. Sie haben doch in Göttingen auch ausgebildet. Ja, warum? Ich würde es begrüßen, wenn Sie meine Leute auch auf Vordermann brächten. Ich habe mir schon ein Gelände fürs Training ausgeguckt. Also ich möchte Ihren Vorschlag nicht kritisieren. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass Sie dabei an mich denken. Jetzt reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Ich finde es nicht gut, wenn der Neue kommt, dass er hier seine Kollegen durchs Gelände hetzt. Gerade, dass Sie neu sind, ist gut. Bestehen noch keine sozialen und psychologischen Abhängigkeiten. Meinen Sie, mir entgehen die Flunkereien von Mohr und Stockel, wenn Sie den Nebenjob Hofers auf dem Hof decken? Gott sei Dank sind Sie noch nicht vom Amigo-Virus befallen. Also was ist? Ich weiß nicht. Außerdem werde ich sowieso nicht mehr lange hier sein. Der Irrtum, dass ich hier gelandet bin, wird sich ja hoffentlich bald aufklären. Guten Morgen, Herr Dr. Hebt. Wir sprechen später darüber. Frau Stockel? Ja, also keine Fingerabdrücke, auf der ganzen Eisenstange nicht. Das habe ich mir gedacht. Wo ist denn jetzt mein Sessel? Dass Herr Lind es mir zu verdanken hat, dass er bei uns gelandet ist. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß, ist schon gut. Sie haben dicht gehalten und Sie halten es weiterhin so. Ich schweige wie ein Grab. Schön, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Dafür verzeihe ich Ihnen auch, dass Ihnen in Bezug auf Herrn Hofer auch kein Sterbenswörtchen über die Lippen kommt. Wie meinen Sie jetzt das? Sie verstehen schon. Ah, Herr Dr. Hebt, ein Brief für Sie. Für mich? Ja, aus Minger. Noch zu. Diesmal habe ich aufgepasst, hat sie wieder in meiner Hauspost verirrt. Aus München. Hm? Danke. Bitte. Ist's wenigstens am Lind, gell? Und? Haben Sie ihm die Wahrheit gesagt? Wem, dem Heft? Ja. Oh, ich war schon in der Schule eine Niete. Sie? Was das Petzen angeht. Ist nicht heute Ihr... Ja, ja, heute Abend. Herr Mohr, ich glaube, ich bin da auf was gestoßen. Schauen Sie mal. Ein gewisser Andreas Späth, ein Dachdeckermeister, hat
den Frühwald mit einem Eisenrohr bedroht. Er? Und wieso? Offenbar, weil Frühwald ihm Geld geschuldet hat. Und dann ist spät von ihm angezeigt worden, wegen Nötigung. Ich glaube, ich hol den Herrn Hofer mal von seinem Traktor. Apropos, ich finde es ganz puntig, Herr Lind, dass Sie den Corvinian so decken. Lange mache ich das nicht mehr mit. Müssen Sie gar nicht. Das nächste Mal ist die Stuckel dran. Womit? Ja, mit dem Dicken. Wir haben da nicht ein System. Ich will's gar nicht wissen. Okay. In Bayern gehen die Uhren andersrum. Ich sag's nur einmal. Dann hau ich dir einen auf am Schädel, dass wir uns der Zeppelin herdrehen. Hey, hey, hey! Los! Tu's doch, mach's, ja? Dann kannst du gleich wieder zweimal die einfahren. Du jetzt das Geld her, dann geh ich nicht zur Polizei. Dann kommen eben wir zu euch. Hofer, Knipper, Rosenheim, mein Kollege Lind. Sind Sie daher spät? Was wollen Sie? Erst einmal die Latten weg. Ich hab mit der Sache nichts zu tun. Die Latten weg, hab ich gesagt. So, und was ist mit euch zu? Die Seppel Brothers. So schauen sie aus. Also, was wollten Sie bei Herrn Spät? Ja, mein Geld. Welches Geld? Ja, das der Spät meinem Onkel gestohlen hat. Herr Frühwald war Ihr Onkel? Ja, genau. Und als ich heute Morgen in der Zeitung von dem Mord gelesen habe, da musste ich nur eins und eins zusammenzählen. Können Sie mir diese Rechnung näher erläutern? Ja. Ich wusste ja von meinem Onkel von der Sache mit dem Spät, ja, dass der seine Schulden mit dem Eisenrohr eintreiben wollte. Man darf doch rauchen, oder? Später können Sie rauchen, so viel Sie wollen. Ja, genau. Und am Tatort wurde ein Eisenrohr gefunden. Und woher wussten Sie das? Ja, es ist doch Bredelbrot in der Zeitung gestanden. Genau. Und mein Onkel hat immer sehr viel Bargeld im Tresor aufbewahrt. Und wie kommen Sie darauf, dass das Ihr Geld ist? Ja, weil ich bin der einzige Erbe, also gehört das über kurz oder lang mir. Ja? Also, dass das der Spät war, das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Sagen Sie mal, für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Ganz Rosenheim weiß, dass ich den Frühwald mit dem Eisenrohr angegangen bin. Und dann schlag ich ihn tot damit und lass das Rohr rein und liegen. Da war ich ja dümmer, wenn die Polizei erlaubt. Das haben Sie gesagt. Ich bin ein Dachdeckermeister und kein Volldepp nicht. Jetzt kommen Sie wieder runter. Nein, da kann ich mich stundenlang aufregen. Wollen Sie eine kleine Auszeit in der Ausnüchterungszelle? Ist doch wahr. Also, wie war das genau mit den Schulden? Ich hab für den Frühwald gearbeitet. Als Subunternehmer. Aber der Geizhals hat nicht Zeit. Weil Ihre Arbeit nicht korrekt war. Meine Arbeit ist immer korrekt. Da können Sie gerne jeden in Rosenheim fragen. Ist schon gut. Weiter. Mahnbescheid und Klage haben nichts genutzt. Der Frühwald hat immer neuere Hürden aufgebaut. Gegenklage. Wegen angeblicher Arbeitsmängel. Ja? Vergleichswiderruf. Ja? Einholung langwieriger Gutachten und so weiter und so weiter. Nachdem dann ich meine Angestellten nimmer mehr hab zahlen können. Und ich dann noch wegen Vorenthaltung von Arbeitsentgelt gerichtlich belangt wurde, da ist mir dann der Kragen geplatzt. Und da haben Sie ihn mit einem Eisenrohr bedroht? Ja. Und dann hat er mich verklagt. Wegen Nötigung. Und was war das, was der mit mir gemacht hat? War das etwa eine Kornötigung? Jetzt kommen Sie wieder runter. Ich hab dann den ganzen Mist an ein Inkassobüro abgegeben. Für teure Prozente. Für teure Prozente? Wie heißt denn das Inkassobüro? Wolf und Wolf. Das Inkassobüro Wolf und Wolf wird von zwei Brüdern geleitet. Na, was soll ich nicht sagen? Sie, gell, wenn Sie mir versuchen, dann können Sie in Zukunft selber surfen. Entschuldigung. Hätten ja auch Vater und Sohn sein können. Oder Schwester und Bruder. Oder Schwester und Schwester. Ich hab nichts gesagt. Also. Ein Inkassobüro treibt ja bekanntlich Geld ein. Diese beiden Brüder werden engagiert, um säumigen Zahlern auf die Sprünge zu helfen. Da manche Leute das mit der Zahlungsmoral nicht so genau die ganze Sache nehmen, ist deren Durchschlagskraft oft sehr erwünscht. Also das heißt, bei den Geschäftsleuten sind die sehr beliebt. Aha. Sauber recherchiert, Frau Stocke. Internet. Ah, übrigens, das ist die Adresse. Taufkirchen bei München. Ah ja, danke. Sagen Sie mal, haben die Seppelbrassers was mit dem Mord eigentlich zum Tor? Wieso interessiert Sie das? Na, nicht wirklich. Sind Sie ein Fan? Na, das ist mir viel zu kopfig, was die machen. Schade.
Ich habe nämlich zwei Freikarten für die Vorstellung heute Nachmittag. Und da das bestimmt bayerisch ist, brauche ich eigentlich jemanden, der mir übersetzt. Vielleicht Ihre Schwester. Fragen Sie es halt. Ihr glaubt ja die Zeit. Ich frag Sie mal. Ciao. Und nichts für ungut verstockt. Oh, bin ich blöd. Aber genau darum geht's doch. Wir müssen dahin, wo es weh tut, verstehst? Und wenn's aber nicht lustig ist? Ach, lustig. Inhalte, mein Lieber, verstehst du? Inhalte. Wir machen hier Kabarett und kein Kasperltheater. Wenn aber die Leute nichts zum Lachen haben, dann bleiben die beim nächsten Mal daheim, verstehst? Nix da, ich mach da keinen Kompromiss mehr. Es ist eh schon peinlich genug, dass ich mich auf Seppel Brothers, auf den Namen eingelassen hab. Es zieht wenigstens ein paar Touristen rein. Ja, eine Schande ist es. So, ja. Eine Schande ist es. Aber ein Einbruch beim eigenen Onkel, das ist keine Schande, was? Pass auf, was du sagst. Auf Frühwald wurde zweimal eingeschlagen. Und? Mit verschiedenen Tatwerkzeugen. Was soll ich denn hier? Der erste Schlag wurde mit einem eher spitz zulaufenden Gegenstand geführt. Das war auch der tödliche. Das heißt, der Schlag mit dem Eisenrohr war gar nicht die Todesursache. Sieht so aus. Übrigens war Frühwald zwischen 22 und 24 Stunden lang tot. Können Sie was über die Tatwaffe sagen? Also außer, dass sie spitz zulaufend war? Leider nein. Klingt vielleicht blöd, die Frage, aber trotzdem, Frau Doktor, was meinen Sie, könnte auch eine Frau den Schlag ausgeführt haben? Mit Sicherheit. Warum hat man nur das Eisenrohr gefunden? Ich weiß es nicht. Sollten Sie sich vielleicht die Wolfsbrille vorknöpfen? Gut, und Sie? Ich täte mich mit der Haushälterin verabreden. In der Nähe Ihrer Wiese, schätze ich. Möglich. Wiedersehen, Frau Doktor. Wiedersehen. Tschüss. Weil Sie gerade davon sprechen, der Michael mir erzählt, dass Sie dich gehalten haben. Ich habe nur das wiedergegeben, was Sie gesagt haben. Also, na, bin ich danke. Und, was meinst? Warst du spät? Ja, fällt dir sonst noch jemand ein? Die Haushälterin? Kosnitscher. Sie ist bei ihm ein- und ausgegangen. Vielleicht hat sie was gewusst von dem Schwarzgeld im Tresor. Und dass der Späth ihn mit dem Eisenrohr bedroht hat, das könnt ihr auch wissen. Kosnitscher. Trotzdem, wir halten uns jetzt bedeckt. Wir können die nicht auch noch angehen. Weil am Ende sind wir nämlich im Visier von den Cops. Und wir haben so auch schon genug Sorgen. Da kannst recht haben. Da, geht doch. Sebastian. Das ist ein Bulle. Ihr fackelt ja wirklich nicht lange. Sorry, Herr Lind, aber wir dachten, Sie sind einer von denen. Von welchen? Die uns bedrohen. Einer unserer Schuldner hat aufgerüstet und sich ein paar Hosen besorgt, die uns einschüchtern sollen. Solche Ex-KGB-Typen. Haben Sie dafür die entsprechenden Papiere? Absolut. Wir sind die Guten, Herr Lind. Echt? Auch wir verhelfen den Menschen zu ihrem Recht. Fragt sich nur wie. Legal. Absolut legal. Die brauchen wir nur zur Schau. Meist genügt der erste Eindruck, den wir rüberbringen. Bei Herrn Frühwald haben Sie offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, ist eine echt dumme Sache. Absolut klar, dass Sie da auf uns kommen, aber wir sind seriös, bis auf die Knochen. Klar. Wer schlachtet schon die Kuh, die er melken will? Absolut. Nur, wenn die Kuh dann gemolken ist. Aber Herr Kommissar, das ist nicht unser Stil. Ja. Dann haben Sie bestimmt auch ein Alibi für vorgestern zwischen 18 und 20 Uhr. Ja, ich war hier. Kann das jemand bezeugen? Ja. Ich. Mord ist nicht unser Ding.
Das müssen Sie uns schon glauben. Hallo. Tut mir leid, der Kuchen war nicht fertig. Und dann habe ich Bus verpasst und musste auf den nächsten warten. Macht ja nichts, macht gar nichts. Hätten Sie etwas gesagt, dann hieß sie abgeholt. Bezaubernd scheint sie aus. Dankeschön. Ja, das schaut super aus. Richtig klasse. Was haben Sie studiert in Polen? Danke. Kunstgeschichte. Ach, danke. Eine Stelle habe ich aber nie gefunden. Naja. Und Sie auch nicht, oder? Deswegen putze ich. Mal ist ja gut. Ausgezeichnet. Danke. Masurik heißt es. Es wird bei uns zu Ostern gebacken. Den Rest können Sie haben, wenn Sie wollen. Danke. Ich glaube, mit Ihnen als Köchin würde ich richtig dick werden. Wie war ich da früher mal zu Ihnen? Gut. Das erstaunt mich. Ich hab den nur als Kotzbrocken gekannt. War er auch, aber mich hat er gleich gemocht, weil ich was zu seiner Designersammlung sagen konnte. Na also, doch nicht umsonst studiert. Denn er freute sich wie ein kleines Kind, weil jemand sich in seiner Leidenschaft auskannte. Wundert mich jetzt auch. Und gedacht, er hat alles für seine Möbel aufgespart. Ansonsten war er total geizig. Bei mir nicht. Er hat mich sogar zum Essen eingeladen. Dass ich zuerst natürlich kochen musste. Er war der verschossen in Sie? Er hat Ihnen nachgestellt. Wollte er was von Ihnen? War er verliebt? Also nein, er war immer korrekt. Er hat mich eher als eins seiner Sammlerstücke betrachtet. Sie haben aber auch ein verdammt süßes Design. Entschuldigung. Danke. War da viel Geld im Tresor eigentlich bei Ihnen? Haben Sie da was mitbekommen? Also wenig war das nicht. Ich habe reingeschaut, wo es mal offen stand. Hat er Probleme gehabt? Feinde? Haben Sie da was mitbekommen? Feinde? Keine Ahnung. Außer diesem Spät, dem er sein Geld nicht zahlte. Und dann waren da doch diese Geldeintreiber. Geldeintreiber? Haben die mitgebracht? Ja, darüber hat er mit mir nicht gesprochen. Aber er wollte sich eine Pistole kaufen. Das sagt einiges. Mei, Herr Dr. Hebt, das klingt aber gut. Frau Stockel, wir müssen reden. Oh, das klingt gar nicht gut. Tja, ich brauche Ihren Rat. Was? Der Brief aus München. Die Kollegen wollen wissen, ob Herr Lindt jetzt kommt oder nicht. Herr Lindt hatte sie angeschrieben und auf die irrtümliche Versetzung hingewiesen. Ja, was ja kein Irrtum war. Sondern mein Werk, ja. Jetzt muss ich denen antworten, dass alles in Ordnung ist und Herr Lindt in Rosenheim bleibt. Ja, klar. Sie wissen aber schon, was das für Konsequenzen haben kann. Schließlich kommt Herr Lindt, wie sagt der Hofer immer? Nicht immer auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Was meinen Sie, wie er reagieren wird, wenn er mir auf die Schliche kommt? Sie kennen ihn besser. Er darf nicht böse sein und alles hinschmeißen? Nein, das glaube ich nicht. Sondern? Er wird sich geschmeichelt fühlen, dass jemand hinter ihm her ist. Glauben Sie? Natürlich wird er Ihnen böse sein. Das sind wir Frauen auch immer, wenn wir merken, jemand ist hinter uns her, den wir gern haben. Man muss das Gesicht wahren. Interessanter Vergleich. Na gut, dann schreibe ich den. Dass alles in Ordnung ist. Ja, und dann kann man nur abwarten und Tee trinken, oder besser gesagt, Gang spielen. Hoffentlich schmeißt er nicht alles hin, wenn er die Wahrheit erfährt. Herr Dr. Hebt, der Herr Lindt ist gern bei uns. Das weiß er nur noch nicht so genau. Das ist auch so eine alte Männerkrankheit.
Und wie können wir ihm dann klar machen, dass er gerne bei uns ist? Gar nicht. Wir können ihm nur sein Nest bauen. Reinhocken, das muss er sich schon selber. Na gut, dann folge ich mal der weiblichen Intuition. Das war's schon. Und vielen Dank für Ihren Rat. Gerne, Herr Dr. Hebt. Gerne. Ich hätte gern, dass Sie sich jetzt genau im Raum umschauen. Schauen Sie sich jedes Detail genau an. Ich möchte wissen, ob irgendwas fehlt, was wir übersehen haben. Zwei Sachen fehlen. Mhm. Ein kleines Reisebügeleisen aus Belle Epoque-Ära, den hat Herr Frühwald als Briefbeschwerer benutzt. Und das zweite? Und das zweite, das Roulette Ashtray. Ein Schleuderascherbecher aus der 50er Jahren von Nils Kerkerberg. Ah, Sie meinen so einen, mit dem ein Schwungrad die Asche ins Innere des Bärs befördert? Da geworden, mhm. Da ich schlinge Erinnerungen dran. Wieso? Der ist mir einmal beim Putzen runtergefallen, kaputt gegangen. Ich habe ihn dann heimlich reparieren lassen, Blut und Wasser geschwitzt. Herr Frühwald hat aber nichts gemerkt. Na Gott sei Dank. Die beiden Sachen, der Aschenbecher und das Bügeleisen, die waren vor dem Tod von Frühwald noch da? Ja. Da sind Sie sich ganz sicher? So sicher, wie Warschau Polens Hauptstadt ist. Sonst könnten Sie mir von dem Bügeleisen eine Zeichnung anfertigen. Mit allen Details? Ja, wenn möglich. Darf ich? Freilich. Herr Hofer. Hm? Fertig. Da legst du nieder. Danke. Super. Dass ihr schon da seid? Was ist da lustig? Okay, wir lachen doch nicht wegen dir. Achso, wir waren gar nicht in der Vorstellung. Nein, ich bin spät gekommen und haben uns einfach sausen lassen, gell? Und warum lachst du dann so? Wegen dem Scheinwerfer. Was ist mit dem? Na, der von Valentin. Was für ein Valentin? Den Karl Valentin. Kennen Sie den nicht? Nie gehört. Wir haben gerade eine CD im Auto von Valentin angehört. Ja, ich habe sie mir gekauft, weil ich dachte, ich muss mal hören, wie der ist. Und warum lachen Sie dann so? Ja, wieso nicht? Ja, Sie verstehen doch eh nichts. Ja, das stimmt. Ihre Schwester hat so ansteckend gelacht. Sie hat einen kleinen Schwitz. So ansteckend. Komm, Herr Linde, jetzt gibt's noch einen kleinen Absacker, ja? Prost! Prost. Ja, ich habe dann der Frau Dr. Kern die Zeichnung durchgefaxt. Mhm, und? Ja, sie besorgt sich morgen so ein Bügeleisen. Ist sich aber schon zu 90% sicher, dass das die Tatwaffe ist. Das lässt auch perfekt schließen. Genau. Warum? Ja, wenn jemand einen Mord plant, dann nimmt er meistens die Waffe mit und besorgt sie sich nicht erst am Tatort. Klingt logisch. Die Wolfbrüder, kommen die für Sie in Frage? Ja, absolut. Das sind richtige Schlitzohren. Den traue ich nicht über den Weg. Ja, was ist mit der Haushälterin? Also mein Gefühl sagt nein. Also die ist wirklich sehr nett. Und ihr Verstand? Mein Verstand sagt, sie ist intelligent, schön, gebildet und arm. Also mordverdächtig. Leider. Also wie ihr so über die Leute redet. Ganz schön abgebrüht. Warum hilft sie mir dann beim Bügeleisen? Ja, vielleicht ist sie ja noch abgebrühter. Was sagen Sie bezüglich des Heppel Brothers? Also ich sehe da nichts. Vielleicht ein bisschen bescheuert, wie der Weichsler sein Erbe eintreibt, aber sonst... Oh, der Weichsler braucht viel Geld. Weichsler und Leitner haben im Kulturausschuss eine Förderung für ihr Theater beantragt. Ja, die sind praktisch pleite und haben auch noch die Auflage gekriegt, einige bauliche Mängel zu beseitigen. Hebt, der auch im Ausschuss sitzt und von denen gar nichts hält, wollte nichts geben. Aber ich habe gekämpft. Prost! Wo war ich, Stimmlim? Bei deinem Kampf.
Genau, bei meinem Kampf. Weixler bekommt die Förderung, aber nur unter einer Bedingung. Er muss einen gewissen Anteil selber beisteuern. Das war Hecks Bedingung. Aber das Geld hat er nicht aufgebracht. Bis jetzt zumindest nicht. Aber das ist doch komisch. Der Weixler raubt seinem Onkel das Geld und bedroht dann den Spät. Vielleicht wollte er von sich ablenken. Also hat er gerade auf sich aufmerksam gemacht. Das stimmt da wieder. Trotzdem. Trotzdem, ich weiß, wir sollten dranbleiben. Das sehe ich auch so. Ja, sonst kennen Sie eigentlich den Neffen vom Frühwald, den Roman Weixler? Flüchtig. Was hat der Frühwald von ihm gehalten? Gar nichts. Der Herr Frühwald war sehr traditionsbewusst. Und Weixlers kritisch-satirischer Blick auf Land und Leute gefiel ihm ganz und gar nicht. Aha. Hat der Roman Weixler den Frühwald um Geld gebeten für sein Theater? Ja. Und? Hat der Frühwald immer Geld gegeben? Er fand es nahezu als ein Segen, wenn Weixler seine Bühne schließen muss, auf der seiner Meinung nach das bayerische Gedankengut auf subversivste Art und Weise untergraben wird. Das hat ihm nicht gepasst, hä? Hallo? Hallo. Hallo. Christian Lind? Ich bin die Haushälterin. Ah, die Frau Kosnitzer. Mhm. Sie haben mich vorgestern gar nicht bemerkt. Ich werde die Sünde sofort beichten gehen. Ich glaube, das war's dann für einen Augenblick. Wenn ich Sie noch mal brauche, rufe ich Sie an. Ja. Tschüss. 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 Kann so ein Wesen einen Mord begehen? Ja. Theoretisch. Einen grausamen Beruf. Oh ja. Ich war übrigens gerade bei der Bank. Der Weixler hat sich dort um einen Kredit bemüht. Und wissen Sie, wen er als Bürgen angegeben hat? Frühwald. Hm? Wir haben das Geld nicht. Mach dir keine Hoffnung. Sollten wir das Geld nicht finden, bist du noch lange nicht auf dem Schneider. Du musst oder so für die Schulden des Onkels gerade stehen. Spätestens dann, wenn du erbst. Absolut. So eine skurrile Situation. Ich könnte nur mein Stück einbauen. Sehr witzig, sehr witzig. Der böse Wolf sucht seine Schäfchen auf. Kommt doch einmal schnell zum Fall ins Theater. Es gibt was zum Verhaften. Und bring ein paar Kollegen mit, gell? So, wo sind die Patienten? Nennst du das ein paar Kollegen? Was glaubst du? Was meinst du? Geh mal. Nein, da drüben. Was soll ich? Da drüben nicht. So, auf geht's. Bitte mitkommen. No. Und wer soll den ganzen Scheiß aufräumen? Ich nehme jetzt erst die zusammen. Geben Sie es endlich zu. Sie haben Ihren Onkel erschlagen. Sie haben ein Motiv, kein Alibi und Sie waren am Tatort. Oder wie sonst kommt der Aschenbecher in Ihr Besitz? Ich hab keine Ahnung, ja? Meine ist auf jeden Fall nicht. Ich rauche ja nicht einmal.
Ich habe eine totale Nikotinallergie. Geheben Sie sich den Schmarrn für die Bühne auf. Sagen Sie endlich die Wahrheit. Oder wollen Sie ein paar Wochen in Untersuchungshaft? Das ist für kein Zuckerschlecken. Hier, Stefan. Also, Sie haben es in der Hand. Das hört sich vielleicht jetzt saublöd an, ja, aber wir wollten meinen Onkel ausrauben. Ja, nur ausrauben, okay? Aber da war schon jemand vor uns da und mein Onkel lag tot am Boden. Wer ist wir? Ja, der Leitner und ich halt. Na, weil es geht ja Ihnen auch was an, dass wir zu Geld kommen. Also haben Sie den Safe geöffnet? Nein, der war schon offen. Und Geld war keins drin und dann haben wir schon Sie auf dem Traktor kommen sehen und dann sind wir abgehaut. Ihr habt mich gesehen? Ja, Sie und die Haushälterin. Mhm. Und wie kommt der Aschenbecher in Ihr Büro? Ich war vor einem Monat in Istanbul, da habe ich den Aschenbecher gekauft. Istanbul? Wo waren Sie vor 3 Tagen, zwischen 18 und 20 Uhr? Daheim? Allein? Ich kann nur aber genau sagen, welchen Film ich angeschaut habe. Keine Zeugen. Ein masurischer Osterkuchen. Sensationell. Den hat die Beata gemacht. Mmh, der ist eine Wucht. Die Frau hat was auf dem Kasten. Redet ihr von mir? Was machst du da? Den Hemd abholen. Da wollte ich nur mal schauen, ob ihr auch einmal arbeitet. Hallo. Hallo. Sie waren auf einmal weg gestern. Ja, Sie auch. Oh. Ist der von Meyerbeck? Und der ist von der Beata, der Frau Kusnitscher. Ah, der abgebrühten Haushälterin. Das ist ein masurischer Osterkuchen. Genau, der ist wirklich fantastisch. Wollen Sie ein Stück probieren? Na, danke. Im Augenblick ist man nicht danach. Ja, Ihr Kuchen ist natürlich auch sehr gut. Dann störe ich nicht weiter. Für die. Ja. Das hätten Sie jetzt nicht sagen dürfen. Ich hab's gemerkt. Auftrag erledigt, aber leider das Alibi von Weixler ist hip und stichfest. Danke, Michi. Ein masurischer Osterkuchen. Woher weißt denn du das? Weil ich mache gerade einen Fortbildungskurs, Backen für Männer. Backen für Männer. Machst einen. Ja, gerne. Die müssen sich einen Teller von nehmen. Zurück zum Dienst. Was haben wir? Der Weichsen hat ein Alibi, der Leitner keins. Also Fakt ist, dass die beiden erst einen Tag nach dem Mord eingebrochen sein können. Weil sonst hätten sie nicht gewusst, dass sie mit dem Traktor zum Tatort gekommen sind. Stimmt. Der Leitner könnte aber den ersten Einbruch auch allein bekommen haben. Und die Eisenstange hat er dabei gehabt, um den Verdacht auf den Spät zu lenken. Das ist gut. Und das könnte natürlich sein. Er lässt das Eisenrohr liegen, damit Weixler glaubt, der Spät sei ihnen zuvor gekommen. Aber warum bringt er den Frühwald dann mit dem Bügeleisen um? Affekt. Dann hat Frühwald sich wahrscheinlich gewehrt. Und Leitner hat sich reflexartig das gegriffen, was am nächsten lag, das Bügeleisen. Frühwald tot. Der Leitner muss seinen Plan ändern. Das heißt, er muss jetzt mit Weixler noch mal einbrechen. Um so tun, als sei er genauso überrascht wie dieser, den Frühwald tot zu sehen. Das ist richtig gut. Mhm. Ausgezeichnet. Bei uns im Kurs kriegt das keiner so hin. Ja, nur wie beweisen. Kommt Ihnen der bekannt vor? Bei Aschenbecher, ja. So. Liebe Frau Kusnitscher, erzählen Sie bitte mal, was Sie gemacht haben, nachdem Ihnen der Aschenbecher runtergefallen ist. Da er leider etwas kaputt gegangen ist, habe ich ihn zum Reparieren gebracht. Was war denn kaputt? Die Feder war gebrochen. Das heißt, man hat eine neue Feder einsetzen müssen? Ja. Und diese neue Feder hat sich ein bisschen von der Originalfeder unterschieden? Ja. Danke. Wenn Sie dabei draußen warten, ja? Ich komme dann raus. Sehr leid. Es ist also nicht Ihr Aschenbecher, sondern ein Frühwalter seine. Wir hören, Herr Leitner. Wie der Roman mir erzählt hat, dass er seinen Onkel ausrauben wollte, habe ich meine Chance gesehen, dass ich von der ganzen Scheiße loskomme. Was für eine Scheiße? Das Kabarett ist schlecht gelaufen. Ich wollte mir mehr der Zeit anpassen, mehr Comedy und so. Der Roman wollte davon natürlich nichts wissen. Und das Geld wollten Sie allein? Ich bin Einbrucher,
habe mir die Skimaske aufgesetzt, damit der Frühwald mich nicht erkennt, und habe gewartet. Ich wollte ihn nicht umbringen, ich wollte nur, dass er glaubt, dass spät war's. Und deshalb haben sie die Eisenschlange dabei gehabt. Und ihr Freund Weixler sollte das auch glauben. Das Eisenrohr habe ich in den Gürtel reingesteckt und mit einer Schreckschusspistole habe ich ihn bedroht. Er hat aber sehr schnell gemerkt, dass das keine echte Pistole ist. Und? Ja, dann hat er mich angegriffen. Es kam zu einem kurzen Kampf. Dann lag da das Bügeleisen und... Mei, den Rest wisst ihr ja eh. Ja, den wissen wir eh. Kommen Sie. Eins noch. Warum haben Sie den Aschenbecher mitgenommen? Mein Vater hat früher genau den gleichen gehabt. Blöde Sentimentalität. War er's? Ja. Haben Sie mich auch verdächtigt? Sonst wäre ich ein schlechter Kriminaler. Ja. Das Leben ist schon wie ein Masurek-Kuchen, was? Voller Versuchung. Da haben Sie recht. Okay, dann gehe ich mal. Eins noch. Im Rahmen der Ermittlungen war ich auch beim Anwalt von Frühwald, um das Testament einzusehen. Normalerweise dürfte ich Ihnen das gar nicht sagen, aber naja, er vermacht Ihnen den Großteil seines Vermögens. Nein. Ja, doch. Herr Hofer, wie kann ich Ihnen danken? Mir müssen Sie nicht danken. Obwohl, wenn Sie mir schon so ein Angebot machen, wie wär's mit einem Masurek-Kuchen?